Wir sind hier am Audi-Skizentrum am Sonnenbichl in Bad Wiessee und treffen heute Viktoria Rebensburg. Nach ihren spektakulären Rennen am Wochenende in Garmisch ist sie heute zurückgekehrt an den Tegernsee in ihre Heimat. Ja, Vicky, du hast ja ein super erfolgreiches Wochenende hinter dir. Mit welchem Gefühl kommst du jetzt in die Heimat zurück? Ja, immer mit einem schönen natürlich, ist eh klar, wenn man so, speziell nach so einem Wochenende und ich war ja auch nicht so weit weg von der Heimat, muss man auch dazu sagen, dadurch war es jetzt eigentlich nur ein Katzensprung gestern für mich heimzufahren, aber ja, natürlich super schön und ja, aber im Winter geht es halt dann auch immer gleich weiter von einem zum nächsten und jetzt ist der Fokus natürlich schon wieder Richtung Grand Montana gerichtet und das Wochenende war, wie gesagt, super schön, aber es ist auch jetzt vorbei und es geht weiter. Du warst ja in Flachau auch schon auf dem ersten Platz gestanden, nach 3 Jahren, glaube ich, wieder. Ja. Was hat man da für ein Gefühl, nach 3 Jahren endlich mal wieder Platz 1? Ja, war super schön natürlich, speziell, weil es dann doch eben schon eine Zeit lang her war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass für mich das jetzt gefühlt noch nicht 3 Jahre waren, sondern es war kürzer und es passiert halt immer so viel, speziell jetzt in eben den 3 Jahren. Mit dem Materialwechsel, dann auch mit der Umstellung von der Skiregularien, von der FIS aus. Und ja, da waren schon viele Sachen, viele Themen, die sich verändert haben. Und dadurch sind wir natürlich auch nicht stehen geblieben, auch in der Zeit, wo jetzt vielleicht keine Siege dabei waren. Aber es macht schon was aus, wenn man ganz oben wieder steht. Das ist schon das schönste Gefühl natürlich. Und ja, das gibt schon nochmal mehr Selbstvertrauen und einen größeren Pusher jetzt für die nächsten Rennen, wie jetzt nur in Anführungsstrichen nach Podest. Du bist ja jetzt im Gesamtweltcup auf Platz, oder in der Gesamtweltcup stehst du jetzt auf Platz 3. Mhm. Wie ist so jetzt dein Ziel? Willst du da noch weiter die Leiter hochklettern? Ja, ich meine, ich werde natürlich schon des Öfteren jetzt auf das angesprochen, aber im Prinzipiell muss ich natürlich sagen, es ist erstmal schön, dass es speziell nach dem Saisonstart, der doch nicht ganz leicht war, schön, dass es eben zu dem Thema jetzt kommt wieder, dass man darüber spricht, aber aktuell ist das für mich überhaupt kein Thema. Das Thema Gesamtweltcup wird dann zum Thema, wenn wir in St. Moritz sind, wenn dann die ganzen Kugeln vergeben werden und ich ziehe meinen Plan weiter so durch, jetzt von Rennen zu schauen, weiter versuchen, ja, Gas zu geben natürlich, schnellstmöglich von A nach B zu kommen und dann kommt der Rest davon selber. Wie trainierst du so? Also was machst du, um dich fit zu halten? Wie sieht dein Trainingsprogramm aus? Jetzt im Sommer oder im Winter? Beides. Ach so, ja. Ja, jetzt sagen wir mal, das differenziert sich natürlich schon von Sommer zu Winter. Sommer ist klar natürlich der Hauptinhalt des Konditionstrainings, um sich für den Winter vorzubereiten. Weil im Winter kann man eigentlich keine großen Akzente mehr setzen im konditionellen Bereich. Da muss man eigentlich schauen, dass man versucht, das Level zu halten und gut zu regenerieren von einem zum nächsten Rennen. Im Sommer muss man natürlich schon hinklotzen, gescheit und Gas geben im Konditionstraining, damit man eben für den Winter gut gerüstet ist. Was sagt denn deine Mama dazu, wenn sie dich so die Piste runtersausen sieht? Weiß nicht, da müsstest du vielleicht selber fragen. Und wie geht's jetzt weiter? Also was stehen jetzt für Termine noch an? Ja, jetzt geht's eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Nächstes Wochenende ist dann Grand Montana in der Schweiz. Und dann geht's weiter nach La Tuile. Das ist auch nochmal ziemlich weit weg mit dem Auto. Dann zwischendurch am Abstecher nach Stockholm zum City-Event. Dann geht's nach Andorra, nach Barcelona runtergeflogen. Und ja, es sind jetzt noch viele Wochen vor mir. Und dadurch ist es jetzt natürlich für mich schon auch wichtig, gut zu regenerieren zwischen die Rennen, die Zeit zu nutzen, um den Körper komplett wieder runterzufahren, um dann halt am Wochenende wieder alles Mögliche oder das Bestmögliche von meinem Körper abzuverlangen. Super. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Regenerier dich gut und noch viel Erfolg. Danke.